Willkommen bei Mathematik macht Freunde. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man aus einer Formel funktionale Zusammenhänge analysieren kann. Wie wir sehen, haben wir hier in diesem Beispiel eine Gleichung gegeben mit vier Variablen x, y, z und w. Und wir merken uns gleich, dass alle vier Variablen Element R+ sind echt positive reelle Zahlen. Im Folgenden sollen wir uns überlegen, wie die funktionalen Zusammenhänge zwischen zwei Variablen aussehen. Nur zwei. Die anderen werden für diese Auswahl dieser zwei Variablen als konstant angenommen. Das heißt, die anderen beiden Variablen, kann man sich vorstellen, nehmen den Wert -3,7 und +4,1 oder irgendwelche anderen Werte an. Hilft vielleicht der Vorstellung. Nun haben wir hier fünf Aussagen gegeben und wir sollen die beiden zutreffenden ankreuzen. Beginnen wir mal gleich mit der ersten, meiner Meinung nach mit der schwierigsten. Da haben wir den Zusammenhang x soll abgebildet werden auf z von x. Beide sind echt positive reelle Zahlen. Fangen wir nun einmal an, gleich mit der Formel. Und zwar, wir haben unsere Formel w ist gleich y mal z² durch 2x. Und wir wollen unser z auf einer Seite der Gleichung vereinzeln, damit wir z von x uns vorstellen oder überlegen können. Das heißt, das, was wir machen müssen, ist, wir multiplizieren mit 2 mal x. Und außerdem dividieren wir durch y. Dies ist ja kein Problem, weil x und y positive reelle Zahlen sind. Das heißt, y kann nicht 0 sein und die Division bietet uns keine Probleme. Wenn wir das durchführen, erreichen wir 2x w gebrochen durch y ist gleich z. Nun wollen wir aber z stehen haben und nicht z². Hier müssen wir aufpassen, weil wenn ich von z zu z² gehe, sind sowohl negative als auch positive Werte für z normalerweise möglich. In unserem Fall ist die Aufgabe etwas leichter. Wir wissen, z ist auf jeden Fall positiv. Das heißt, wir können diesen negativen Wert praktisch ignorieren und können uns aufschreiben, dass z gleich der Quadratwurzel aus 2xw gebrochen durch y ist. Und ich schreibe noch dazu, als Erinnerung, wenn wir eben diesen negativen Wert nicht in Betracht gezogen haben. Z kann nicht negativ sein. So, jetzt gehen wir noch einmal zu dieser ersten Zeile. Wir wollen uns z in Abhängigkeit von x anschauen. Das heißt, diese ist die Variable, die für uns eine Rolle spielt. Und wir betrachten w und y so, als ob sie irgendwelche Zahlen wären. Wie gesagt, 3,7, 4, -4,1, was auch immer. Also negativ kann sie nicht sein, 4,1. Und dann überlegen wir uns, ob das eine Exponentialfunktion sein kann. Die Variable steht unter der Wurzel. Das heißt, hier ist die Exponentialfunktion ausgeschlossen. Das heißt, wir gehen über zur zweiten Zeile und überlegen uns jetzt, ob w in Abhängigkeit von z eine quadratische Funktion sein kann. Hier müssen wir nicht umformen. Hier haben wir zum Glück gleich die Formel so, wie sie ist. Können wir sie nehmen. Wir müssen nur herausfinden, welche unsere relevante Variable ist. W soll nun in Abhängigkeit von z betrachtet werden. Das heißt, wir haben hier irgendeinen Wert, y durch 2x, mal z². Das heißt, man kann sagen, y durch 2x ist irgendein a, dann hätten wir a mal x².
Das heißt, ja, wir haben hier eindeutig eine quadratische Funktion. Und können hier diese Aussage schon ankreuzen. Jetzt in der dritten Zeile betrachten wir w in Abhängigkeit von x. Das heißt, hier schreiben wir uns noch einmal die Formel auf, und zwar in Abhängigkeit von x. Die Variable, die für uns interessant ist, steht nun im Nenner. Das spricht für eine gebrochen rationale Funktion. Hier steht aber die Behauptung, dass w von x eine lineare Funktion ist. Das ist nicht möglich. Dazu darf die unabhängige Variable nicht im Nenner stehen. Als nächstes gehen wir zur vierten Zeile und betrachten y in Abhängigkeit von z. Das heißt, wir gehen von dieser Formel aus und wollen hier nun y vereinzeln. Um das zu haben, müssen wir nun mit 2x multiplizieren und wir dividieren durch z². Dann haben wir hier auf beiden Seiten der Gleichung. Dann bleibt auf der rechten Seite der Gleichung y übrig und auf der linken Seite der Gleichung 2 mal x mal w gebrochen durch z². Nach dieser Umformung schauen wir uns noch einmal an. Wir wollen y in Abhängigkeit von z haben. Hier haben wir z Quadrat im Nenner stehen. Und hier steht die Behauptung, dass y von z eine Polynomfunktion ist. Für eine Polynomfunktion muss der Exponent der Variable eine natürliche Zahl sein. Hier hätten wir als Exponenten minus 2, weil z² im Nenner steht. Das ist also keine Polynomfunktion, sondern eine Potenzfunktion. Und somit ist auch die vierte Zeile ausgeschieden. Wir könnten jetzt automatisch die fünfte ankreuzen, aber wir überlegen uns trotzdem noch x in Abhängigkeit von y. Das heißt, wir gehen noch einmal von unserer ursprünglichen Gleichung aus. Das war w ist gleich yz² durch 2x. Und wir wollen x vereinzeln auf einer Seite der Gleichung. Damit müssen wir mal mit 2x multiplizieren. Es reicht, wenn wir mit x multiplizieren. X multiplizieren und dividieren durch w, dann erhalten wir x ist gleich yz² gebrochen durch 2 und w. Wir haben hier mit x multipliziert, beide Seiten der Gleichung, damit haben wir x stehen und dividiert durch w, damit haben wir hier w im Nenner stehen. Dies soll zu einer linearen Funktion x in Abhängigkeit von y betrachtet werden. Das ist nun die unabhängige Variable, dieses y. Und wir können annehmen, dass z² gebrochen durch 2w irgendeine positive Zahl ist. 7 oder 13,4 oder was auch immer. Und somit haben wir stehen, eigentlich kann man das betrachten als k mal y plus 0. Und das wäre genau die Funktionsgleichung von einer linearen Funktion. Das heißt, wir können das letzte Beispiel hier ankreuzen. Somit ist die zweite und die fünfte Aussage sind richtig. Und ich wünsche noch viel Spaß beim Überlegen dieser Umformungen.